So, da bin ich wieder bei meinem Let's Play. Another Code, doppelte Erinnerung. Aber davor sollte ich mir die wichtigsten Dinge noch einmal ins Gedächtnis zurückrufen. Bist du dir sicher, dass du das machen willst, Ashley? Schließlich will ich sie ja nicht vergessen. Wir hatten das Rätsel der Kerzenleuchter gelöst und gelangten in den Speisensaal. Dort fanden wir im Kamin das Nachwort. Genau, im Kamin lag das Nachwort des anderen Forschungsberichts. Wer wohl wollte es verbrennen und warum? In der Zeitung, die auf dem Tisch im Speisesaal lag, war ein Artikel über Mamas Tod. Beim Lesen erinnerte ich mich an die Nacht, in der sie starb. Die Nacht, von der ich immer wieder träume. Die Zeitung nannte als Hauptverdächtigen in dem Fall Richard. Genau. In der Zeitung stand, dass die Polizei Papa verdächtigt. Was ist damals passiert? Wer war dieser Mensch in meinem Traum? Innerlich aufgewühlt ging ich weiter in die hinteren Räume. Dann traf ich auf einmal Papa im Gesellschaftsraum. Papa, ich stellte ihm eine Frage über die Zeitungsartikel. Ich fragte ihn, wer Mama umgebracht hat. Papa antwortete, er habe Saikundig getötet. Genau. Papa sagte, dass er Mama nicht ermordet hat. Sie zu verlieren, war so, als hätte ich mich selbst verloren. Das waren seine Worte. Als ich Papa reden hörte, wurde ich auch sehr traurig. Aber dann hörte er ein Geräusch und ließ mich allein zurück. Während Papa weg war, machte ich mich auf die Suche nach Jessica. Ich ging weiter in die hinteren Räume der Villa. Dort war die Tür zum Lagerraum mit einem Seil zugebunden. Und um diese Tür zu öffnen, verwendete ich ein Radio, ein rostiges Messer, das Bild einer Bucht, ein rostiges Messer. Genau, ich habe das Seil mit einem rostigen Messer zerschnitten. Und im Lagerraum war dann auch Jessica. Jessica war zwar ein wenig benebelt, aber ich war trotzdem erleichtert. Wer hatte Jessica das nur angetan? Es war Bill. Genau, Jessica sagte, dass Bill sich in der Villa aufhält. Bill Edward hat sie angegriffen. Das hat sie mir gesagt. Bill hält sich in der Villa auf. Ich muss Papa schnell warnen. Er ist in Gefahr. Also gut, das vergesse ich bestimmt nicht mehr. Viertes Kapitel. Nee, fünftes Kapitel. Das zweite Another. Na dann. Wollen wir jetzt nochmal weiter? Wo kann Papa nur sein? Punkt, Punkt, Punkt. Moment kurz. So, los geht's. Die erste Tür geht dadurch. Wo kommen wir rein? Zimmer von Lorenz. Papa. Punkt, Punkt, Punkt. Hier ist er wohl nicht. Nein. Ah, ich glaube, ich habe etwas gehört. Ich auch. Woher kommt das nur? An der Wand ist ein Bild. Ein Bett mit blauem Himmel. Ja, das wissen wir schon. Ein weißes lederbezogenes Sofa. Ja, hier ist nichts. Da ist nichts, Ashley, da ist nichts. Überall dieses Bild. Hat das vielleicht eine tiefere Bedeutung? Was ist das? Auf dem Tisch steht ein rundes Gerät aus Blech. Ein rundes Gerät aus Blech. Wow. Was mag das nur sein? Vielleicht eine Stehlampe? Aber nein, das ist ein Zeotrop. Was? Ein Zootrop? Natürlich, sag ich doch. Und wofür benutzt man dieses Ding?
Ach so, du hast das Gerät bestimmt noch nie gesehen. Nein, niemals. Also, bei einem Zeotrop dreht man an der Außenseite und dann sieht man durch die Schlitze ins Innere. Man sieht ins Innere, genau, und dann sieht man etwas Lustiges. Punkt, 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 Fragezeichen. Also drehen, 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 drehen. Ja, so reicht schon. Du. Ich sehe aber nichts. Und so und so fort. Und hast du was gesehen, Ashley? Ich habe dieses Ding zwar gedreht, aber zu sehen war da gar nichts. Nanu, bist du dir sicher, dass man etwas sehen kann? Seltsam. Wieso hast du nur nichts gesehen? Punkt, Punkt. Ah, ist doch ganz logisch. Wie bitte? Das ist doch gar kein Papier drin. Papier? Man muss eine Bilderrolle benutzen, um etwas zu sehen. Eine Bilderrolle. Genau, wenn du keine Bilderrolle einlegst, kannst du nichts sehen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja interessant. Was ist das? Ein Porträt über den Kamin. Links von dem alten Mann ist ein Mann mit weißem Pullover. Und wer ist das? Ah, sein Vater. Daniel, warte. Was ist denn los, Dee? Dieser Mann, das ist mein Vater. Das ist also dein Vater? Genau, ganz sicher. Ashley, ich erinnere mich. Vater hat mich in dieses Zimmer mitgenommen. Wir gingen ans Bett, darin lag mein Urgroßvater. Er lag ganz ruhig da und schlief. Aber als wir näher kamen, da öffnete er ganz langsam seine Augen und sah uns an. Er lächelte, aber er sah auch irgendwie traurig aus. Vater nahm Urgroßvaters Hand und dann weinte er. Das war das erste Mal, dass ich meinen Vater weinen sah. D. In der Mitte des Porträts ist ein alter Mann zu sehen. Wer kann das nur sein? Ah! Lebt wohl, meine kleinen Vögel. Ruhe, pst. Das ist mein Urgroßvater. Rechts von dem alten Mann ist ein Mann mit schwarzem Pullover. Und wer ist das? Ah. Daniel, hast du es etwa gesehen? Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Mann. Der Mann im schwarzen Pullover. Der Mann im schwarzen Pullover. Das ist Onkel Henry. Das ist also dein Onkel Henry. Ja, ich bin mir ganz sicher. Punkt, Punkt, Punkt. D. Also, damit ihr es wisst, Daniel ist D. Nicht, dass ich wunderte, Daniel, warum hat er auf Daniel gar nicht reagiert und so weiter und so fort. Das ist er selber. So, und wir haben jetzt die entscheidende Aufgabe, eine Filmrolle zu finden. Jetzt raten wir mal, wo ich die finde. Richtig, ganz am Anfang. Yeah. Also hier raus. Du. Und dann muss es diese Tür sein. Gleich die richtige Tür am Anfang gefunden. Truhe. In der Werkzeugkiste liegt etwas. Echt jetzt. Und dann nehmen wir die Filmrolle mit. In der Kiste liegt eine Bilderrolle. Das ist bestimmt die Bilderrolle für das Zoo-Zeotrop. Bilderrolle erhalten. Dummes Telefon. Mir piep egal, ob man das jetzt in der Aufnahme hört oder nicht. Ashley. So, da bin ich wieder. Das Telefon war für mich. Meine Güte, jetzt habe ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Yay! Boah, ich dachte schon, die Tür ist fest. Die ist wieder zu. Das sah so aus.
Die Musik für jeden Raum gemacht haben. So. Was sich in dieser Rolle befindet. Ja, weiß ich. Seht ihr erst im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.